Was genau, Freunde? Heute reacten wir zusammen auf den neuen Track von Juri und Kollege, und zwar Maschkal, was übersetzt so viel wie Auseinandersetzung heißt, Freunde. Habe ich mir natürlich übersetzt und nicht nachgegoogelt. Auf jeden Fall eine geile Kombo, glaube ich, könnte es werden. Also viele Leute sagen irgendwie so, ey, der Track wird wahrscheinlich voll schlecht und haben irgendwie das Gefühl, der Track wird schlecht. Und andere Leute, so wie ich, erwarten sich auf jeden Fall was Gutes davon. Ich hoffe, die Erwartungen werden vielleicht nicht unbedingt übertroffen, aber wenigstens auf jeden Fall erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Der letzte Track von Juri hat mir schon sehr gut gefallen. Also generell würde ich mal sagen, so das Album könnte man sich theoretisch holen. Habe ich beim letzten Video auch schon gesagt, aber ich kann nicht alle Boxen von allen Leuten kaufen. Das ist einfach zu viel, Freunde. Würde ich gerne machen, aber geht leider nicht. Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt zusammen den Track. Ich hätte persönlich nicht direkt damit gerechnet, dass was von den beiden rauskommt. Also ich wusste es jetzt natürlich schon vorher, aber an sich, auch wenn die zusammen immer abhängen und so, auch mit Sunny und so, aber trotzdem, ich hätte jetzt nicht unbedingt mit einem Feature gerechnet, aber ist auf jeden Fall nice. Let's go. Okay, Video wieder von Orkan. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Orkan. Video wird auf jeden Fall heftig. Warte mal, haben die da... Das will ich jetzt nochmal sehen. Was haben die da... Haben die da versucht, das Kennzeichen zu zensieren und das ist irgendwie so minimal schiefgelaufen eventuell? Okay. Aufgewachsen im Block, Atmosphäre Jehennem. Nikla Police, weil wir Regeln nicht kennen. Straßen 1x1, Lektion BTM, Handel schaffe Milli in der Jeans. Guck, wir gehen aufs Ganze. Denn mein Alltag ist ein Mafia-Film von Martin Scorsese. Bianco Cocaina versorgt ganz Santorini. Juri Luciano, ich will keine neuen Freundschaften. Bleibe Straße, auch wenn Butler mir den Royce parken. Abgepackte Ware. Okay, ey, Freunde, erster Eindruck, sehr geil. Also die Stimme klingt mega angenehm von ihm auf jeden Fall. Ansonsten zum Video muss ich sagen, wirkt sehr düster so, ja, bringt diesen Street-Vibe ziemlich gut rüber. Man merkt auch schon direkt, ja, auch mit dem Fußball und so natürlich wieder so diese Anspielungen, die er da halt eben immer drinnen hat, irgendwas mit Fußball und so, merkt man auf jeden Fall schon wieder. Aber erster Eindruck ist nice und ich glaube eigentlich, Kolle könnte da gut dazu passen. Also bis jetzt finde ich es gut. Stempelcheck im Neonlicht, gib ihm unbegrenzt, V12 in Enodrip. Ich rauch Kette und hab Kunden in der Warteschleife. Guck die Jogger, die ich trage, sie sind maßgeschneidert. Frag die Ossa Wasch, oh de Toilette. Mit Diamonds aus Blut ist die Rolli besetzt. Fick deine Kommission, bei mir gibt's keine Testkäufer. FCBBM, die King straight aus Westdeutschland. Sneaker weiß, Alexander McQueen, zahlt V12er Bar. Du hast den Tesla geleast, Bratanz aus Favelas. Für Europas Ghettos, all white everything, Kokain Dresscode. Wir sind die Eins auf dem Ausfall. Oh, okay, klingt auch nice, so ein Filter auf jeden Fall drüber. Ich muss sagen, wirklich, so der Eindruck bis jetzt vom Lied ist sehr geil. Also, Juris Part war auf jeden Fall stabil. Ich bin gespannt, ich denke, Kolle wird ziemlich gut eigentlich, wie gesagt, dazu passen. Was ich geil finde, ist das Video einfach. So mit den ganzen Leuten, die rumstehen, dem Benz da, dann hier das Licht und so. Waren coole Aufnahmen mit drinnen. Also, Video muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der Suche nach Maschkal, der Shade an meiner Hand. Wir sind die Eins auf dem Asphalt, auf der Suche nach Maschkal. Der Shaitan, mein Anwalt, wer redet von Maschkal? Es gibt drei Arten von Menschen auf der Welt. Okay, bei Kolle auch so ein... Oh, und hier haben wir sogar Sunny mit dabei. Auf jeden Fall, bei der Stimme ist auch wieder so ein Filter bei Kolle gerade drüber. Ich denke, der wird wahrscheinlich gleich weggehen, was auch besser so ist. Aber trotzdem, so als Stilmittel ist nice. By the way, ne, diesen Sweater, den Sunny da anhat... Mega nice, Heron Preston, den wollte ich mir auch mal holen. Oder als T-Shirt oder als Pulli oder so. Habe ich aber irgendwie nie gemacht, aber sieht immer noch nice aus. Und die Dritten haben überhaupt gar keine Ahnung, was abgeht. Es ist Juri Luciano, Kollege Corleone. Ihr seid grün hinter den Ohren wie meine Cäsar-Lorbeer-Krone. Ich bin OG, Homie, vom Player zur Ikone. Siegerlächeln, weiße Zähne. Ich muss was kritisieren an seiner Stimme. Ja, ich bin immer zu 100% ehrlich so in den Reactions und so. Sag auch, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Ich finde an sich jetzt bis jetzt so, Kolle passt schon irgendwie dazu. Aber die Stimme klingt für mich irgendwie nicht so geil abgemischt. Ich weiß nicht, ob dieser Filter immer noch irgendwie mit drauf ist oder nicht. Kann ich mit den Kopfhörern leider immer noch nicht richtig erkennen. Mit den Boxen dann schon eher. Aber irgendwas gefällt mir an der Stimme nicht. Also ich finde, wie die Stimme zum Beispiel bei Monument abgemischt war, da war die eigentlich immer sehr angenehm. Und auch bei den alten Sachen so, die war meistens ja da, also
für mich klang die Stimme nie wirklich verschieden oder so. Ja, die war immer schon vom Ding her, vom Grund auf gleich. Aber irgendwie bei dem letzten Track, der kam, ich weiß nicht mehr genau, was es war, da war die Stimme, glaube ich, auch, genau, mit Flair und Farid, der Track, da war die Stimme auch schon anders abgemischt und da meinte ich auch schon, die Stimme von ihm gefällt mir einfach nicht so gut. Ja, kann natürlich Absicht sein und so, aber wie gesagt, ändert auch nichts dran, dass es mir nicht so gut gefällt. Und ich frage mich immer noch, wofür war die Zensur eigentlich am Anfang von dem Kennzeichen, wenn man es jetzt sogar so sieht? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Wie ein Nehmer-Sport-Trikot. Will er mit griechischen Säulen, muss die Snitches in dem Business immer kritisch beäugen, denn die sind nicht richtig loyal wie die britischen Royals. Ich muss auch dazu sagen, so, ich finde, bis jetzt schon mal ist Juri deutlich stärker auf jeden Fall als Kolle. Also wirklich zu 100%. Ich finde, das von Kolle ist jetzt so, ist ganz in Ordnung. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Alter, das ist ein heftig geiles Kollega-Feature, so, sondern da finde ich, ist Juri einfach viel besser auf dem Track irgendwie. So, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich fand zum Beispiel auch jetzt bei dem Track von Farid und Flair, also mit Kolle zusammen, war Kolle jetzt auch nicht so krass drauf. Die Sachen, die es davor gab, so offenes Verdeck und keine Ahnung was, was da alles rauskam, so die Zeit, da fand ich, waren die Sachen von Kolle wirklich wieder sehr nice, aber ja, so die letzten zwei Sachen jetzt, wie gesagt, finde ich ihn jetzt nicht so stark. Also auch bei Flair und Farid so, war cool, dass er mit dabei war, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey, das ist mega geil und Kolle ist richtig stark auf dem Lied. Ja, also Juri auf jeden Fall bis jetzt oder generell auf dem Track deutlich stärker. Props aber generell auf jeden Fall an Juri, weil der hat mir auch beim letzten Track sehr gut gefallen. No homo. Regeltransport von Vader, Stammkundschaft Frankfurter Bankunternehmer übernehmen euren Standort. Ihr fliegt aus eurer Slumdog-Favela, achtkantig wie eine Kampfsportarena. Lad das Magazin Fixi mit der Walter noch. Es tut mir auch leid, ne, aber ich finde die Stimme, also ich mag sie überhaupt nicht gerade. So, das ist das, was mich, glaube ich, auch am meisten stört. Kolle hat so eine krasse, dominante, geile Stimme jetzt, ne, auch wieder eine Homo-Basis natürlich, aber ich mag seine Stimme mega gerne. Ich finde, die klingt sehr angenehm, also der Rap von ihm klingt sehr angenehm. Aber so wie die da abgemischt ist, das ist irgendwie nicht geil, wirklich nicht. 9 Milli lässt der Genie-Wünsche offen wie bei Aladdin von Disney. Kanada Grizzly, Dopamin Testo, All White Everything, Kokain Dresscode. Wir sind die Eins auf dem Asphalt, auf der Suche nach Maschkal. P22, mein Anwalt. Gut, da muss ich sagen, finde ich jetzt mit dem Filter klingt's nice an sich. Bringt wieder Abwechslung rein, cooles Stilmittel. Diese Filter sind eh gerade in jedem Lied. Das finde ich geil, aber wie gesagt, so ohne den Filter klang's nicht so nice. Wer redet von Maschkal? Wir sind die Eins auf dem Asphalt, auf der Suche nach Maschkal. Der Shaitan, mein Anwalt. Wer redet von Maschkal? Sogar mit FC auf dem Kennzeichen, ja. Also man sieht die Fußball-Anspielungen überall vorhanden. Okay, nice Aufnahme. Am Ende habe ich auch, im letzten Video von Juri war es nicht, aber ich feiere an sich immer diese Aufnahmen aus einem Auto, von einem anderen Auto oder so. Oder wenn die Kamera zum Beispiel auch vorne auf einem Auto drauf ist und so, wie bei Shindy damals. Wie gesagt, Freunde, Juri sehr stark, sehr stabil gewesen. Kolle nicht überragend oder so, war an sich in Ordnung, aber da fand ich Juri deutlich besser. Trotzdem auf jeden Fall Props an beide, ist trotzdem auf jeden Fall so ein nice Lied, was man sich gut geben kann. Auch wenn mir halt Juri wirklich viel besser gefallen hat, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Reaction auch gut gefallen, Freunde. Wenn dem so sein sollte, lasst auf jeden Fall gerne einen Like und ein Abo da, Freunde. Aktiviert die Glocke, es kamen schon einige andere Reactions online und es kommen eventuell auch immer noch neue online, Freunde. Deswegen schaut einfach mal immer wieder rein, dann kam wahrscheinlich wieder das ein oder andere dazu. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder irgendwann am Morgen. Bis dahin, Freunde. Ciao.